Die Mannschaften stehen bereit. Der FSV mit dem Anstoß spielt von links nach rechts in den weißen Trikots. Und los geht es in dem heutigen Fußballspiel. 9. Spieltag der Regionalliga Südwest. Es trifft der Tabellenzwölfte auf das Tabellenschlusslicht. Die Flanke ist nicht schlecht, kann aber zunächst abgewehrt werden. Und dann gibt es den Elfmeter nach Handspiel von Dominik Volkmar. Leider berechtigt. Aus kurzer Distanz. Also berechtigt will ich damit sagen, der Ball war in der Hand. Ob man den Elfmeter geben kann, ich will mich dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist. Und 1:0 für die Frankfurter. Elfmeter, sehr, sehr platziert geschossen. Keine Chance für Franjo Sedarusic. Ja, und so steht es nach 18 Minuten 1:0 für die Gäste aus Frankfurt. Natürlich unglücklich. Kopfballstarke Spieler natürlich in der Box. Bach mit der flachen Hereingabe. Nein. Und das ist unrühmlich. Es läuft der Gegenangriff der Frankfurter. Und Stahl muss Meter machen in der IV. Und Stahl macht Meter. Nicht den nächsten Elfmeter provozieren, aber das ist das 2:0. Und das von Ayompo Falaye ist schlecht gemacht, muss man leider so sagen. Schlechte Ecke, schlechte Abstimmung. Und da kann es auch an Michael Stahl, der da, ja, weiß ich nicht, 60, 70 Meter nach hinten sprintet, nicht mehr richten. Und die TuS noch einmal mit dem eigenen Angriff über Chennai. Auf Esmel. Esmel, kein Abseits. Dulon Esmel. Esmel und dann verpasst Chachiri, aber bekommt den Elfmeter für die TuS. Den Top-Torjäger, den TuS Koblenz aus letzter und auch aus dieser Spielzeit. Esmel gegen Ospelt. Esmel! Verkürzt zum 1:2 in der Nachspielzeit. Ganz, ganz wichtiges, moralisch ganz, ganz wichtiges Tor. Nimmt das Sedarusic mit. Der junge TuS-Schlussmann blickt jetzt natürlich auch gegen die Sonne und dann verliert Sedarusic da den Ball. Und Ciyad Butakrit erhöht auf 1:3 in Spielminute 48. Die Kick kann es probieren. Der Chip kommt. Stahl fällt. Und der Schiedsrichter pfeift. Elfmeter für die TuS. Der nächste Elfmeter nach Foul an Michael Stahl, der da zu Boden gebracht wurde. Nimmt wieder enorm viel Anlauf, Dulon Esmel. 85. Minute. Und Esmel, macht es! 3:2! Macht es. Also jetzt, wieder alles offen. Jetzt. Die TuS kann hier Gas geben. Muss nochmal verteilen. Rechts außen wäre Mahler, den er bedienen könnte. Macht er jetzt auch. Jan Mahler. Mit dem Tempo, das ihm von Gott zur Verfügung gestellt wurde. Mahler auf Chachiri. Chachiri an die Latte. Esmel kriegt ihn nicht rüber. Savané wird gelegt und es ist kein Elfmeter. Was? Es ist kein Elfmeter. Was für eine Aktion in dieser Szene. Und den Einwurf raus. Schiedsrichter wird abpfeifen. 2:3, das Endresultat zwischen der TuS und dem FSV Frankfurt. Ich melde mich gleich wieder.